Ja, das ist wahrscheinlich auch nur in Ägypten so, dass man dann darüber hinweg sieht. Aber soll uns egal sein. Es ist so, wie es ist. Aber Hauptsache, man hat, sage ich mal, ein Hotel, was total im Umbau ist. Aber Hauptsache, man hat so eine kleine Lagune gehabt draußen. Und um diese Lagune war wunderschön eine Straße, mehr oder weniger eine Straße aus Sichtbeton. Also man hat nicht irgendwie irgendwelchen Asphalt genommen, der auch für die Straßen verwendet wird. Oder günstigeren Beton. Nein, man nimmt natürlich das teuerste vom teuersten und macht da hochwertigen Sichtbeton hin. Ja. Wenn man kein Geld für irgendwas hat, Hauptsache man hat Sichtbeton. Hauptsache die Fahrzeuge da drinnen fahren gut. Naja, muss man auch nicht ganz nachvollziehen können, was da nun die Intention hinter ist, aber naja, ist mir letztlich eigentlich auch egal. Die Themenrestaurants waren eh am besten. Man hatte ein arabisches und ein italienisches Themenrestaurant, wie das so oft ist, so à la carte mäßig. Das italienische, das war echt herrlich, das muss ich jetzt mal so sagen. Es gab eine Karte, die war scheußlich auf Deutsch übersetzt. Das war, naja, wenn man keine Deutschübersetzung oder keine deutsche Übersetzung kann, dann sollte man sie auch weglassen und nicht irgendwie versuchen, da irgendwas hinzuzaubern. Das kommt irgendwie ein bisschen doof. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss hier dann eh noch hochfahren, aber dann kann ich hier auch nächste Pause in 3 Stunden. Ich brauche noch 3 Stunden, das schaffe ich noch. Da kann ich auch durchfahren. Ich bin eh meist etwas schneller als die angegebene Zeit. Oh, kommt ein Zug. Kommt ein Zug. Oi, Zug. 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 Schön. Und ja gut, der sieht nicht mehr ganz so gut aus. Gut. Auf jeden Fall, das à la carte Restaurant hatte eine Karte, die, wie schon erwähnt, sehr gut übersetzt war. Und die Kellner meinten gefühlt die Hälfte der Karte. Also als sie dann gefragt haben, ob wir denn was bekommen können von der Karte, meinte, ja, das haben wir nicht. Haben was anderes gesagt, ja, das haben wir auch nicht. Und das gibt's nicht und das gibt's nicht. Also haben wir uns dann entschlossen, Pizza zu essen. War im Nachhinein dann betrachtet auch nicht wirklich so die beste Idee. Es hat nicht nur lange gedauert, nein, es war auch keine wirkliche Pizza, weil diese Art von Pizza, die sie da hatten, schmeckte eher so ein bisschen nach Kuchen. Nur etwas herzhafter. Und ja, ja, ich will jetzt nicht sagen, aber manche interpretieren eine Pizza Hawaii dann doch etwas anders. Ich habe mir also eine Pizza Hawaii bestellt. In der Beschreibung stand Pizza mit logischerweise Tomatensoße, Käse, Ananas und Truthahn. Dachte ich, okay, Schinkenpizza wird es ja eh nicht geben, weil die essen ja kein Schinken, weil Schinken ist ja aus Schwein. Immerhin gibt es Ersatz in Form von Truthahn. Ja gut, ich habe dann also eine Pizza bekommen, nach gefühlter halbe Stunde. Auf dieser Pizza war dann weder Ananas noch Truthahn zu erkennen. Es war etwas Grünes drauf und die Ananas war wohl etwas falsch verstanden und fehlübersetzt. Das Grüne entschlüsselte sich beim Probieren dann als Melone. Ich muss sagen, es hat sehr interessant geschmeckt, auf einer Pizza Melone zu haben. Hatte ich auch noch nicht so oft. War aber immerhin mal eine Erkenntnis. Weil sie das denn so ist, eine Pizza mit Melone zu haben. Gibt es aber Besseres. Und die Ananas, die nicht vorhanden war, entpuppte sich letztendlich als Apfel. Als wir uns dann beim Kellner vor Ort beschwerten, dass es nicht das ist, was wir bestellt hätten, weil ich habe eine Pizza mit Ananas und Truthahn bestellt und was bekomme ich? Eine Pizza mit Apfel und Melone. Wollte er uns doch ernsthaft verkaufen, dass dieser Apfel Ananas ist. Also, er hat nicht gesagt Ananas, sondern Pineapple. Und er war der Meinung, ja, Pineapple ist in Ägypten was anderes. Das mit Ananas, das ist zwar im Deutschen so, aber das ist falsch übersetzt. Da kam natürlich auch wieder die Frage auf, wieso schreiben sie es dann auf die Karte, wenn es was anderes ist? Könnten sie es doch einfach lassen oder auch mal richtig übersetzen? Nur so, damit keine Verwirrung aufkommt, auch im Ägyptischen, es gibt es keinen Unterschied zwischen Ananas und Pineapple. Wir haben daraufhin sowohl unseren Reiseleiter, die Animateure, als auch einen Reiseleiter auf einem Ausflug gefragt, ob sie denn davon wüssten, dass es in Ägypten einen Unterschied zwischen Ananas und Pineapple gibt.
Woraufhin die uns nur mehr oder weniger verdutzt angeguckt hatten und dachten, was wollen wir denn? Also, die hatten davon keine Ahnung. Und es gibt ja auch keinen Unterschied zwischen Ananas und Pineapple. Es ist das Gleiche. Nur halt mit einem anderen Wort. Das ist ja jetzt nicht... Hallo, fahren. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Das ist... Och, komm schon. Das ist für zwei Dinge verschiedene Wörter gibt. Ich kann auch Auto sagen, Fahrzeug. Ist trotzdem das Gleiche erstmal von der Sache her. Natürlich jetzt nicht im exakt übereinstimmenden, aber im Groben. Oder Sehhilfe und Brille. Ist auch mehr oder weniger das Gleiche. Auf jeden Fall haben wir dann auch den Restaurantchef uns geholt, der dann meinte, okay, es tut uns leid, dass das jetzt so etwas ungünstig gelaufen ist. Ich kann euch gerne was anderes bringen, wenn ihr noch was haben wollt. Oder auf jeden Fall direkt, was du dann haben willst, kann ich dir bringen gerne. Und es dauert halt dann noch ein bisschen, wo wir dann gesagt haben, wir warten jetzt hier nicht noch mehr, noch länger. Wir haben jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde gewartet, jetzt warten wir nicht noch länger. Nehmen wir das, was wir haben. Och Leute, schlaft nicht ein. Mann. Ja. Zusammengefasst war es dann mehr oder weniger so, dass wir dann noch am nächsten Tag im arabischen Theberestaurant waren und uns dann gesagt wurde, ja, da kümmert er sich dann höchstpersönlich um uns, der Restaurantchef, und da wird das dann wesentlich besser. Außerdem hat er dann noch gesagt, als wir gesagt haben, ja, sie könnten doch mal die Karte so gestalten, dass es auch das, was es gibt, auch nur draufsteht. Woraufhin meinte er, was konnten sie denn nicht bestellen? Haben wir gesagt, beispielsweise das Rinderfilet konnten wir nicht bestellen. Meinte der Chef, so, das haben wir doch aber. Auf jeden Fall sind wir dann Stück für Stück die Karte durchgegangen und er meinte, haben wir alles da? Obwohl uns der Kellner gesagt hätte, das hätten sie gar nicht. Jetzt stellt sich für uns allerdings die Frage, hat der Chefkellner das einfach nur gesagt, um uns zu beruhigen, dass es das doch gibt, oder hat uns einfach der Kellner dort vor Ort einfach nur Quatsch erzählt, damit er nicht so viel machen muss? Ja, das war uns dann am Ende auch egal. Auf jeden Fall haben wir dann letztendlich unser Essen dann, was wir hatten, mehr oder weniger dann noch gegessen und haben es dann sein lassen und sind dann auch dort gegangen, weil es war jetzt nicht wirklich schön. Och Leute, genauso wie das hier nicht wirklich schön ist gerade. Wird mal ausgebremst auf Übelste. Fahrt doch mal. Ja, er wird schon müde, ich muss meine Zeit einhalten. Ich habe schon noch eine halbe Stunde Puffer. Ja. Das arabische Restaurant war dann auf jeden Fall wesentlich besser. Wir wurden, naja, man könnte sagen, sehr gut behandelt. Mit einem sehr schön aufgesetzten Lächeln. Es war sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben uns auch zwischenzeitlich dann noch beim Reiseleiter mal ordentlich beschwert und uns alles Mögliche dann auch mal aufschreiben lassen von ihm mit einer Unterschrift. Ich glaube, das im Nachhinein jetzt auch beim Reiseveranstalter einreichen, weil wenn man mit einem neuen Hotel wirbt, geht man nicht davon aus, dass man auf eine Baustelle kommt. Das Essen, was so hoch gelobt wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Das war keine Auswahl, also es war immer das Gleiche. Es gab 8 solche Warmhalteboxen, wovon meistens 2-mal Reis in mehr oder weniger der gleichen Form war, 1-mal Rindfleisch und irgendwie 5 andere Gerichte, die man nicht essen konnte. Teilweise noch Kartoffeln in der akzeptablen Form, aber naja, es gab dann auch mal so einen dunklen Streifen, also man kann das Hotel ja frei begehen, also haben wir uns auch mal auf die Suche nach einem Spa begeben, weil wir hatten einen Massagegutschein über eine halbe Stunde. Ja, sind also so einen Gang durchgegangen, davon ging nochmal ein anderer Gang ab, da war es total dunkel, da war es Licht aus, da war es dreckig, da war überall Baustelle und da war dann gegenüber von der einem Treppenaufgang, der auch dunkel war, war einfach eine Wand. Aber es war keine gewöhnliche Wand, es war irgendwie so ein schwarzer Vorhang. Und aus diesem schwarzen Vorhang kam recht unersichtlich, weil es war dunkel, 2 circa halbe Meter lange Metallstäbe, aber massive Metallstäbe, die auch vorne spitz waren und scharfkantig, raus. Natürlich auch schön verrostet, wie es ist, aber ich mir nur gesagt habe, schön, wenn da auch wieder kleinere Kinder langrennen,
die sehen sowas nicht unbedingt und die können auch schon mal dagegen rennen. Ich weiß nicht, ob so eine schöne rostige Metallstange so einfach aus dem Kopf rausaltert und ob das so angenehm ist. Also das war jetzt nicht wirklich so toll. Und wie ich ja schon gesagt habe, man konnte ohne Probleme aufs Dach. Die eine Seite vom Hotel war komplette Baustelle. Im Hotel war es dreckig, man hat sogar auf dem Boden den Schmutz gesehen. Im Zimmer selbst, die Türen sind, da es ja eine Apartmentanlage war, ordentliche Türen gewesen, massive Türen, auch mit vierfach möglicher Verriegelung, heißt oben, unten, links, rechts. Es ging allerdings nur ganz normal, wie man eine normale Tür verschließt, weil die restlichen Sachen hat man entweder gar nicht erst eingebaut oder komplett ausgebaut, weil braucht man ja nicht mehr. Ja. Und... Hallo. Bleib doch nicht stehen. Ja. Und dann hat man auf dem Boden, wie gesagt, gewischt. War auch nicht wirklich, beziehungsweise man hat eher den Dreck breit geschmiert. Im Zimmer selbst. Das Sofa war schon kaputt, da war ein Riss drin. Der Tisch war total zerkratzt auf der Oberfläche, weil man wahrscheinlich erst die Möbel reingestellt hat und dann noch geputzt oder gemalert hat. Und dann natürlich den Staub, der auf dem Tisch war, den Bauschmutz, einfach nur breit gewischt hat, statt ihn ordentlich zu entfernen. Wodurch natürlich eine Oberfläche total zerkratzt ist. Unterm Tisch hat man sich auch nicht die Mühe gemacht, nochmal sauber zu machen. Ja. Es war dann also, naja, etwas mangelhaft, nenne ich es mal, wenn ich nett bin. Ja, das war dann auf jeden Fall ein recht interessanter Erlebnisurlaub. Muss ich nicht unbedingt nochmal in der Form haben. Da fahre ich lieber schön nach Griechenland. Da weiß ich, dass es auch schönes Schweinefleisch gibt. Und dass es auch von der Sache her richtig ordentlich ist. Die Ausflüge waren eigentlich das Beste mit am gesamten Urlaub. Haben wir einmal so eine schöne Jeep-Safari gemacht. Mit 80 durch die Wüste, so nach dem Motto. Oder nicht nur so nach dem Motto, es war mit 80 durch die Wüste in so einem schönen Jeep, der nahezu, na gut, nicht auseinandergefallen ist, aber es war auf jeden Fall recht witzig. Und, ja, dann noch mit dem Quad durch die Wüste, war auch ganz witzig, so mit 40. Es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis wert und dann noch so gesehen in die reichen Gegend nach El Guna, was so gesehen wie ein bisschen das kleine Venedig von Ägypten ist, ist so eine Stadt, kann man fast sagen. Die gehört einem Privatinvestor. Der hat das gekauft und da kann man sich auch Häuser erwerben. Also Häuser, Grundstücke gehören trotzdem noch zu dem. Dann und die Häuser, da gibt es 4 Hotels insgesamt in der Anlage. Der Rest ist Privathäuser und ja. Oh, wir sind aufgestiegen. Dann wollen wir mal machen Fernfahrten. Machen wir mal noch eins höher. Oder? Ja, machen wir Fernfahrten eins höher. Wir müssen erstmal schlafen, ehe ich es vergesse. Schlafen, 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 schlafen. Ja, und das war auf jeden Fall ganz interessant dort. Ach, ernsthaft. Oh, war ja. Ja. Auf jeden Fall auch mit eigenem Flughafen, der sogar noch erweitert werden soll. Wo es dann heißt, ja, wenn man dann dahin fliegt in den Urlaub, braucht man noch nicht mal ein Visum. Solange man dort bleibt, wenn man dann Hurghada, sage ich mal, selbst besuchen will. Und so gesehen aus dieser El Guna-Stadt raus will, dann muss man dann doch das Visum sich kaufen. Aber sonst, wenn man nur da drin ist, bräuchte man es dann nicht. Und es ist auch alles richtig schön gemacht. Sieht wirklich alles richtig schick aus, auch überall mit so kleinen Flüsschen als Verbindung eben. Da ist ja wie gesagt, ich bin hier falsch. Wie so eine Art Venedig aufgezogen ist. So. Es tut mir jetzt ganz so leid, aber... Ja, das ist jetzt natürlich ganz schlau. So. Ja, war auf jeden Fall ganz nett dort. Gegenüber war so eine Oase mit so einem, naja, ich will jetzt nicht sagen eingeborenen Dorf, aber... Och, ich hab doch schon gebremst. Es klappt heute gar nichts. Es klappt heute einfach gar nichts. Dann merkt, ich bin noch krank. Daran liegt's. Ich schieb's einfach mal darauf, dass ich krank bin. Dann passt das schon.
Ich sag doch, es klappt nichts.